Kurzurlaub im Aura Hotel Saulgrub. Zweitausendzweiundzwanzig, Part 1. Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind hier jetzt gerade am Pumuckl-Museum. Oh, hier steht ein Klavier, Freunde. Euer, zeig mal wo. Das ist richtig. Jenny, ist ich warne dich, das ist ganz schön verstimmt, Alter. Das ist richtig fertig. Pass auf. Was zur Hölle ist? Ihr seid jetzt alle so klein. Richtig cool. Ja, Leute, wir gehen jetzt ins Pumuckl. Du stehst im Schutthafen. Jawohl. Da ist er vierfach. Jo, wir gehen jetzt ins Pumuckl-Museum. Und da bin ich mal sehr gespannt, was uns erwartet. Das wird lustig. Das wird ein großer Kobold-Spaß. Ja. Was denn? Du filmst doch nicht etwa. Hi, yo. Du Spacken. Nein. Nein, so redet ein Andi. Ja. Ja, der ist nicht da, der Barzi. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Eingang zur Werkstatt finden. Stück vom Meister Ida. Wobei, weiß ich nicht. Zeitlos, ich sag's ja immer wieder. Ja, jetzt ein Fenster und drum rum ist so groß. Dann wirst du bis das Winter und die Neidrum aus dem Fenster. Und normalerweise bin ich überall in der Öli oder unter der Ballistron oder was. Hier seht ihr eine Pumuckl-Figur. Ja, das ist das am Waschen. Dann bist du das. Ich hab's ja beide wieder die gleichen. Genau. Ja, nee, das sind jetzt. Nein, meine sind dann hier steht die Schaufel. Hier steht die Schaufel auf dem Tisch. Und die Schaufel. An lang. Hier ein Gutchen. Tommy, ja. Lach nochmal so schön wie der Pumuckl. So. Es ist so geil. Tommy, du bist echt der Beste. Ich kann auch weinen. Ja, aber warum denn? Ja, was hast du denn? Aber es war doch ausgemacht. Ja, ich auch.
Der Micky kann das geil mit dem Schlagrahmen. Und dann habe ich einen leeren Bauch und eine leere Schüssel. Jetzt kannst du mir zeigen, was drunter ist. Du kannst dies halt auch noch hier. Ja, so, jetzt. So. Ein Stück nach rechts. Ganz. Oh, jetzt passt. Also. Oh, das war natürlich nicht meine Absicht. Mei! So ein ganzer Glanz, wie so eine Schale, gell? Wie so ein Schale. Mei! Eine Schiffschaukel. Da sitzt eine Pumuckl für gut drauf, der schaukelt. Guck mal, wenn du mit der so schaukelst, die quietscht genauso wie im Film. Ja, ich weiß, das wollte ich dir zeigen. Ja. Ich weiß das nämlich noch ganz genau, wie die da quietscht. Ich werde da sitzen und schaukeln oder werde ich auch da sitzen und schaukeln? Ja, danke. Warst du schon an der Schauke? Ja. Ja, da hinten. Warum? Ja, genau. So, hier drüben, warte. Warte mal, erstmal. Der Björni kann einfach fühlen. Ach, guck mal, das ist auch. Und da. Da schaukelt er. Guck mal. Wahnsinn. Ich sitze hier in meiner Schaukel. Die Welt ist traurig und voll Gaukel. Genau, also zum Pumuckl-Museum in Ohlstadt können wir eigentlich nur Positives sagen, weil wir waren total begeistert von dem Nachmittag da. Wir hatten uns schon so lange darauf gefreut, weil wir es schon immer mal machen wollten. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Und ja, ich denke, also wir können echt sagen, es hat mehr als unsere ganzen Erwartungen übertroffen. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Und der Armin Krattenmacher, dem das Museum gehört, der war auch total nett von Anfang an und hat uns persönlich in Empfang genommen und hatte überhaupt keine Berührungsängste mit, weil wir eine Gruppe von blinden Leuten waren und hat sich so viel Mühe gegeben, das muss man echt sagen. Hat sich, ich glaube, 2 Stunden fast Zeit genommen und hat uns alles erklärt, hat so viele Geschichten erzählt und es war einfach nur cool. Und so viel Anekdoten, also wir haben auch so viel gelacht. Ja, es war einfach ein Urbayer, das muss ich mir echt vorstellen, wie der Eder eigentlich. Ja, es war total authentisch. Ich fand halt, das war so ein extra Pluspunkt irgendwie, weil wenn das jetzt irgendwie, also so ein einfach authentischer ist, wenn das jetzt irgendwie jemand auf Hochdeutsch erzählt hat. Und er ist Schreiner, er ist tatsächlich auch Schreiner, also. Ja, also man konnte sich wirklich, also mich hätte es einfach nicht gewundert, wenn jetzt wirklich der Pumuckl neben mir auftaucht. Ja, es gab Sägespäne und also ich glaube, der Pumuckl fühlt sich da auf jeden Fall sehr, sehr wohl, weil er hat uns dann runtergebracht, der Armin Krattenmacher in den Ausstellungsraum und hat uns dann erstmal erzählt, wie er überhaupt dazu kam. Man hat dann sofort gemerkt, dass bei ihm da ganz viel Leidenschaft dahinter steckt, weil das ist ja quasi ein privates Museum, was, finde ich, das auch halt auch von anderen richtigen Museen unterscheidet, weil das halt wirklich nur ja für die Liebe zu Pumuckl macht eigentlich. Ja, und von dem Pumuckl an sich, da gab es tausende Ausfertigungen, jeglichen Maß, von klein bis groß, alle möglichen Materialien. Kekel, Strick, Plastik, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Wir durften ganz viele davon anfassen. Ja, das war wirklich ein Highlight, dass er die Vitrinen aufgemacht hat und uns dann die ganzen Figuren rausgeholt hat und uns einen Trank gegeben hat, dass wir die halt alle anfassen konnten und so. Oh, und dann der rote Wuschelkopf. Und das Highlight war auch das Bettchen. Also da konnten wir alle nicht genug davon kriegen, weil er hat tatsächlich so ein, also nach den Maßen, wie man es halt aus den Büchern oder halt Hörspielen kennt, tatsächlich ein Pumuckl-Bettchen geschreinert und das war, wie sich das angefühlt hat. So detailreich, sogar mit den kleinen Bettpfosten und ja. Das war der Hammer, das war wirklich der Wahnsinn. Sogar mit der Pumuckl-Decke. Ja, und genauso die Schaukel, also die war auch genauso, wie man sie sich vorstellt, wenn man das halt immer so hört. Ja, so eine kleine Schiffschaukel mit einem Pumuckl drin. Inklusive Quietschen. Ja, wie man es so kennt. Und ja, es war wirklich richtig, richtig cool, dass er uns die Sachen, wie gesagt, auch in Hand gegeben hat, weil man hat halt einfach mehr davon, wenn man nichts sieht, als wenn man irgendwie nur vor einem Glas steht und die Sachen dann dahinter sind oder also so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt nicht möglich gewesen wäre, die anzufassen, dann wäre es noch halb so cool gewesen. Nee, also ich glaube, dann hätte für uns der Besuch nicht wirklich Sinn ergeben, weil man kann das gar nicht so beschreiben. Dann hat halt die Geschichten gehabt, also die Anekdoten und das alles hat man gehabt, ja. Aber einfach, man hätte halt die Figuren nicht, sich nicht vorstellen und können. Und hat ja auch so viel mehr als nur Figuren, also da gab es wirklich alles erdenklich. Er hat gesagt, das Einzige, was es nicht gab, war ein Braillebuch.
von Pumuckl. Also er hat alles mit allen möglichen Büchern und... Fand ich auch cool, dass er das so aufgemacht hat. Ja, voll witzig. Da hat er wohl noch gar nicht dran gedacht, aber ja, echt cool, dass er da auch so mitgedacht hat und so. Also wie Jessie schon gesagt hat, ich glaube, wir waren da knappe 2 Stunden. Es war keine Minute langweilig, also die Zeit ist dahin geflogen. Das war auf jeden Fall, das wird uns auf jeden Fall noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Ja, und was wir auch nie vergessen werden, wir konnten sogar ein Bild mit Pumuckl machen. Da saß nämlich, da saß eine Pumuckl, so eine große Puppenfigur, auf dem Sofa und dann durften wir mit der Puppe zusammen, mit dem Pumuckl zusammen auf dem Sofa ein Bild machen. Das war richtig, richtig cool. Ja, das war auch ein Highlight. Also ganz, ganz, ganz viele Highlights. Ja, wir hätten die auch so ewig weitermachen können. Also wir hätten, denke ich, nur viel mehr Fragen gehabt und wir haben ihm so schon irgendwie Löcher im Bauch gefangen, weil immer wieder was eingefallen ist und hat auch so viel irgendwie nur gelernt, was man nicht wusste. Obwohl, ja, wir ja schon ziemlich große Pumuckl-Fans sind, aber es war trotzdem interessant, irgendwie auch Neues nur zu hören. Ja, und rückblickend auf jeden Fall auch. Ja, einfach unfassbar, wie viel Zeit er sich da für uns genommen hat, für unsere Gruppe und ja, wie viel Zeit und Mühe er da reingesteckt hat, das war echt... Wahnsinn. Ich habe 10 Ordner. Ja, ich würde so 10 Ordner geben. Also das ist dann wesentlich größer. Die ganzen Folianten sind das. Ja, sind solche Apparate. Ja, das ist unten der Korb und da sitzt der Pumuckl drin. Ah ja. Ein Lampenbezug. Der Stoff hat lauter Pumuckls drauf bei der Lampe. Einkaufstasche. Okay. Schmieranzug. Das ist cool. Pass auf, dass euch der Pumuckl nicht alles durcheinander bringt. Geil. Das heißt, wir sollen keine Unordnung schaffen. Richtig, genau. Ja. Ja, ja. Trinkt ja auch nicht so oft. Aber wir haben doch vielleicht. Gibt's Pumuckls? Das ist nur so ein kleines Ding. Pumuckl-Figuren, Bücher. Ja. Fortsetzung folgt. Vielen Dank fürs Zusehen.